Moin Leute, heute geht es bei uns im Video um das ordnungsgemäße Ankuppeln eines Tandemanhängers. Viel Spaß dabei! Zunächst einmal müsst ihr überprüfen, ob euer Zuchtfahrzeug überhaupt einen Anhänger mitnehmen kann. Heißt, ihr kontrolliert, ob die passenden Stecker und die Anschlüsse da sind, ob die Anhängerkupplung verschraubt ist und natürlich müsstet ihr die Anhängerkupplung auch öffnen. Das macht ihr, indem ihr den Hebel hochmacht und der rote Kontrollstift muss zu sehen sein. Und zur Sicherheit kann man noch mal einmal reingucken, der Bolzen ist oben. Nachdem wir uns unser Zugfahrzeug angeguckt haben, gehen wir zum Anhänger. Hier gehen wir vor, indem wir ganz vorne anfangen, über die Stirnwand, über die Seite, nach hinten und wieder zur anderen Seite. So können wir nichts vergessen und ihr müsst nicht von links nach rechts, von A nach B, nach A nach C laufen. Gut, zunächst einmal gucken wir uns unsere Zugöse an, ob die gerade ist, ob da keine Verschleißgrenzen sind und ob die Flucht vom Anhänger zur Anhängerkupplung von unserem Zugfahrzeug passt. In diesem Fall passt sie. Dann überprüfen wir, ob unsere Luftschläuche, ob unsere Stromverbindungen alle vorhanden sind und nichts davon beschädigt ist. Haben wir das getan, gucken wir uns unsere Stirnwand an. Gucken, ob die beschädigt ist, ob da Risse drin sind und einfach, ob der optische Eindruck okay ist. Dann gehen wir weiter und gucken uns den Befestigungspunkt von unserer Wechselbrücke an. Heißt, unsere Wechselbrücke muss natürlich auch gesichert sein. Das ist sie, indem der Bolzen quer steht und wir gucken, ob hier die Sicherung vorhanden ist. Nachdem wir das kontrolliert haben, überprüfen wir, ob unsere Stütze für unsere Wechselbrücke auch gesichert ist. Heißt, indem dieser Hebel in dieser Stellung steht und diese Sicherung vorhanden ist. Haben wir das getan, stehen wir direkt am nächsten Punkt, den wir kontrollieren müssen. Heißt, ob unser Anhänger gesichert ist. Das ist er, wenn der rote Knopf gezogen ist. Das heißt, dass die Feststellbremse vom Anhänger betätigt ist. Gut, dann gehen wir weiter, gucken uns den Reifen an. Hier gucken wir, ob der Reifen genug Luftdruck hat, ob er äußerliche Beschädigungen hat, ob alle Radbolzen da sind, ob die Radbolzen befestigt sind und einfach, ob der äußerliche Eindruck vom Reifen okay ist. Das machen wir natürlich auch bei unserem nächsten Reifen. Ob der Zustand okay ist, ob die Radmuttern da sind, genauso wie beim ersten Reifen. Und wichtig dann noch zu erwähnen, dass unsere Unterlichtkeile beide unterm Reifen liegen. Somit ist unser Anhänger mit der Feststellbremse gesichert und mit den Unterlichtkeilen. Wenn wir gerade hier stehen, stehen wir relativ mittig zum Anhänger und hier könnten wir noch überprüfen, ob die Wechselbrücke an sich Beschädigungen aufweist, Risse drin sind. Hätten wir eine Plane, müssten wir natürlich kontrollieren, ob die Plane fest verzurrt ist. Gut, dann gehen wir weiter. Gucken uns natürlich auch diesen Befestigungspunkt an von unserer Wechselbrücke. Hier machen wir genau das Gleiche wie beim ersten Befestigungspunkt. Gucken, ob der Bolzen wieder quer steht. Dann gucken wir, ob die wieder gesichert ist richtig, ob unser Bein gesichert ist und hier hinten gesichert ist. Haben wir das gemacht, sind wir direkt wieder am nächsten Punkt. Gucken, ob unser Anhänger noch die gültige SP hat, die Sicherheitsprüfung. In dem Fall ist unser SP noch bis Januar 2023 gültig. Haben wir das gemacht, sind wir schon hinten am Anhänger angelangt. Gucken dann gleich, ob unser Anhänger noch TÜV hat. Wie ihr seht, hat unser Anhänger noch bis 07/21 TÜV. Haben wir dies getan? Gucken wir, ob unser Anhänger beladen ist. Heißt, wir machen die Wechselbrücke auf und schauen einmal rein. In diesem Fall ist unsere Wechselbrücke leer. Wäre sie beladen, müsste sie formschlüssig oder kraftschlüssig gesichert werden. Gut, nachdem wir es kontrolliert haben, schließen wir die Wechselbrücke wieder, gucken, ob die Verschlüsse beide wieder zu sind und ob oben die Verschlüsse eingerastet sind. Nachdem wir das gemacht haben, gehen wir weiter und gucken uns natürlich unseren dritten Befestigungspunkt an von unserer Wechselbrücke. Auch wieder hier, gucken, ob der Bolzen quer steht, ob die Befestigung hier oder Sicherung richtig ist, ob diese Sicherung da ist für unser Stützbein, hier die Sicherung da ist. Gehen dann hier wieder weiter rum, gucken uns wieder den Reifen an, äußerliche Beschädigung, Luftdruck, ob die Radbolzen alle da sind. Gehen dann wieder einen Reifen weiter, machen hier auch wieder das Gleiche, ob der Reifen okay ist, ob die Muttern alle da sind. Gehen dann hier weiter rum, gucken uns unsere letzte Befestigung an von unserer Wechselbrücke. Heißt, ob der Bolzen wieder quer steht, ob die Sicherung hier vorhanden ist, ob hinten der Griff wieder ordnungsgemäß ist und diese Sicherung. Und natürlich gucken wir uns auch wieder diese Seite von der Wechselbrücke an, ob alles okay ist.
In den Wintermonaten oder im Herbst müssten wir natürlich auch noch oben die Bedachung kontrollieren, ob Schnee oder Laub drauf wäre. Nachdem wir unseren Anhänger ordnungsgemäß überprüft haben, können wir jetzt als nächsten Schritt unser Zuchtfahrzeug mit unserem Anhänger verbinden. Bevor ihr den LKW jetzt rückwärts fahrt, ist es ganz wichtig, euren Fahrlehrer als Sicherungsposten zu benennen. Der Sicherungsposten ist dafür da, um den rückwärtigen Verkehr abzusichern. Macht ihr dies nicht und fahrt ohne Sicherungsposten rückwärts, ist der Prüfungsteil Ankuppeln eines Tandemanhängers leider nicht bestanden. Also ganz, ganz wichtig, den Sicherungsposten zu benennen, bevor ihr rückwärts fahrt. Nachdem ihr mit Hilfe des Sicherungsposten rückwärts gefahren seid, müsst ihr nun kontrollieren, ob die Anhängerkupplung auch verschlossen ist. Heißt, der Kontrollschlüssel muss drin sein und der Bolzen ist unten. Genauso wie hier. Nachdem ihr das kontrolliert habt, können wir unsere Kabelverbindung, unsere Schlauchverbindung mit unserem Zuchtfahrzeug verbinden. Hierbei ist die Reihenfolge egal. Wir nehmen jetzt zunächst mal einmal unsere Luftverbindung. Wir haben jetzt hier eine Duomatik, heißt Einstecker für beide Schläuche. Hätten wir eine einzelne Verbindung, heißt einzeln gelb und rot, müsste erst gelb angeschlossen werden, dann rot. Man kann sich das relativ leicht merken. Rot darf nie alleine stehen. Nachdem wir unsere Luftverbindung angeschlossen haben, kommen unsere Strom- und ABS-Kabel. Nachdem wir das gemacht haben, kontrollieren wir nun unsere Beleuchtungseinrichtung bei unserem Anhänger. Dazu fangen wir natürlich wieder ganz vorne an und arbeiten uns nach hinten weg. Dazu müsst ihr euren Fahrlehrer in den LKW schicken und die Beleuchtungseinrichtung ihm ansagen. Ihr müsst kontrollieren, ob die Beleuchtungseinrichtung funktioniert, sauber ist und keine Risse vorhanden sind. Zunächst einmal solltet ihr euren Fahrlehrer bitten, das Abblendlicht einzuschalten. Dann könnt ihr kontrollieren, ob hier die Positionsleuchte funktioniert. In diesem Fall müsste sie natürlich weiß nach vorne sein. Dann guckt ihr euch an die Seitenmarkierungsleuchten. Hier und hier. Dann die Positionsleuchten nach vorne weiß, nach hinten rot. Rücklicht. Blinker links. Blinker rechts. Warnblinklicht. Nebelschlussleuchte. Bremslicht. Rückwärtsgang. Die Kennzeichenbeleuchtung müsst ihr natürlich kontrollieren. Zuletzt müsst ihr noch kontrollieren, ob eure Dreieckenreflektoren am Anhänger sind. In diesem Fall sind die hier und auf der anderen Seite. Die Dreieckenreflektoren sind dafür da, um zu zeigen, dass es ein Anhänger ist. Nur ein Anhänger hat Dreieckenreflektoren. Natürlich ist es wichtig, dass ihr nicht nur die linke Seite von unserem Anhänger kontrolliert, sondern auch die rechte Seite. Nachdem wir unseren Anhänger hinten kontrolliert haben mit der Beleuchtungseinrichtung, müssen wir natürlich noch die andere Seite kontrollieren. Heißt auch hier unsere Positionsleuchte, hinten rot, nach vorne weiß. Unsere Seitenmarkierungsleuchten. Und zuletzt unsere weiße Positionsleuchte nach vorne. Nachdem wir unsere Beleuchtungseinrichtung kontrolliert haben, drehen wir unser Stützrad hoch. Nachdem wir unser Stützrad hochgedreht haben, müssten wir nun unsere Unterlichtkeile verstauen. Nachdem wir die Unterlichtkeile verstaut haben, müssen wir nun die Feststellbremse des Anhängers überprüfen. Das machen wir, indem ihr in den LKW einsteigt, den LKW anmacht, die Feststellbremse im Fahrerhaus lösen, den Gang einlegen und leicht gegen die Feststellbremse des Anhängers anfahren. Nachdem ihr die Feststellbremse des Anhängers überprüft habt, müsst ihr nun die Feststellbremse des Anhängers lösen, indem ihr den roten Knopf reindrückt. Nachdem ihr die Feststellbremse am Anhänger gelöst habt, steigt ihr nun wieder in euren LKW ein, startet ihn
löst die Feststellbremse im LKW, legt einen Gang ein, fahrt ein Stück an und bremst. Mit diesem Vorgang habt ihr dann die Betriebsbremse eures Anhängers überprüft. Habt ihr dies nun gemacht, sind wir abfahrbereit. Ich hoffe, ich konnte euch anschaulich das Ankuppeln eines Tandem-Anhängers erklären. Gefällt euch unser Kanal? Abonniert uns, schreibt Kommentare drunter. Wir freuen uns auf euch. Immer nochmal neu, ne? Ich hasse das. Ist die billig Scheiße hoch 10. So. Auf geht's. Neu. Gut.